der letzten Episode. Wir gehen rein. Gott, da bin ich gerade rechtzeitig rein. Was ist das denn für komische Musik? Ach, du bist das, okay. Ich nehme an, da vorne geht's weiter. Kannst du bitte auf einen anderen Sender wechseln? Das ist ja furchtbar. Dieses Gestammel, das hält mir im Kopf nicht aus. Ah, so funktioniert das hier. Könntest du bitte nicht wegrennen? Und so geht's weiter, hm? Ah, herzlich willkommen bei Fallout 4 in der Episode 103. In der Special Fog Edition anscheinend hier. Hi, Ada. Gut. Sind wir in der Hocke? Nee, wir sind echt zu klein. Hm? Genau. Wir hatten jetzt in der letzten Folge die Grabung mal beendet. Und werden heute mal endlich mal wieder das Erkundungsteam weiter unterstützen. Das ist ja eine Uralt-Mission. Genau, wir müssen da irgendwie rein. Okay, alles klar. Dann machen wir das. Hey Leute. Nach dem dritten Loading-Screen geht es weiter. Da hinten. Wenn es nach mir ginge, würde ich die wilden Gelehrte Halen. Entschuldigung, Gelehrte Halen. Heutzutage kann es so schwierig sein, Artefakte zu finden, mit denen wir Gelehrte auch etwas anfangen können. Aber wenn man eins findet, ist es die Mühen immer wert. Gut. Wir müssen noch so viel über unsere Fehler der Vergangenheit lernen. Und wie wir verhindern können, sie zu wiederholen. Ja, okay. Es wird aber gleichzeitig auch draußen angezeigt. Was sagt denn die Mission? Unterstütze das Erkundungsteam der Bruderschaft. Gut, alles klar. Funktioniert nicht. Berge die haptische Abdeckung. Das ist DLC, glaube ich. Silberschraut. Wäre noch die Möglichkeit. Melde dich bei Paladin Dance. Der Weg zur Freiheit. Wurde mir mal empfohlen, den Freedom Trail weiterzumachen. Sieht man das auf der Karte? Ach so. Ja, wie folge ich dem? Ach so. Sprich mit Hancock. Echt? Haben wir eine andere Mission noch aktiv? Sprich mit Hancock ist die Mission, okay? Ja, dann, wir können natürlich auch die Mission Sprich mit Hancock machen. Das ist natürlich klar. Dann gehen wir wieder nach Good Neighbor. Wenn wir hier draußen sind. Ja, ja, was auch immer. Leck mir Arsch. Meine Güte, das ist ja unglaublich hier. So. Oh, das ging ja richtig schnell. So, nächste. So. Wo ist denn der alte Kock? Der ist oben, okay. Was klopfst du denn so? Junge, ich schieße dir gleich die Augen aus, damit du Bescheid weißt. So. Du zeuglos werden? Nein, will ich nicht. Hancock. Ach, wenn das nicht Bobbys kleiner Einfallspinsel ist. Hier, für den Schutz meines Verstecks. Weise Entscheidung, sich so gegen Bobby zu wenden. Sie hat mich reingelegt. Bobby hat mich reingelegt. Sie hat bekommen, was sie verdiente. Tja, so läuft das hier für gewöhnlich. Ich sag's dir, dieser kleine Dreispitz wird langsam echt schwer. Werde ich langsam zu diesem Mann? Zu einer Art Tyrann? Ich verbringe die ganze Zeit damit, Leute runterzuputzen, mit denen ich vor einigen Jahren noch stolz was ausgeheckt hätte. Ich muss mal wieder unterwegs sein. Mich auf das Wichtige konzentrieren. Frei zu leben. Ja, mach das. Was ist mit mir? Nein. Kannst du Good Neighbor einfach verlassen? Bist du nicht der Bürgermeister? Hey, Bürgermeister ist Bürgermeister. Egal, ob er vor Ort ist oder nicht. Ich bin schon oft weggegangen. So bleibe ich ehrlich. Die Macht darf mir nicht zu Kopf steigen. Darum geht's nicht, wenn man Verantwortung für Good Neighbor trägt. Na dann, wir sehen uns. Gut. Wir sehen uns, Hancock. Ja, bis bald. Ich werde mir Zeit nehmen, um über alles nachzudenken. Falls du einen gut aussehenden Ghoul brauchst, der auf dich aufpasst, lass es mich wissen. Natürlich, du kannst ja nicht alleine unterwegs sein, oder was? Kannst trotzdem nur stehlen, okay? Na gut. Das macht doch nichts. Gut, da geht's wieder raus. Halt, da drüben geht's wieder raus. Und direkt wieder ab in die Mission. Finde technische Dokumente für Ingram. Hol dir den Schlüssel von der Rezeption, was?
bringe mutierten Fahnen, melde dich zurück beim Direktor der General Atomics Galleria, untersuche die Galerie Pikmin. Sieh dir die Fallakten an, beseitige Supermutanten in Trinity. Haben wir das nicht schon gemacht, die Trinity Plaza Geschichte? Ja, das hilft uns ja nichts, da gibt's ja nichts auf der Karte. Da werden nur wir angezeigt. Wir lassen das mal offen. Vielleicht taucht da irgendwann mal was auf. Was war mit den Arcanos? Weit weg von zu Hause. Ich habe mich bereit erklärt, einen Fall für die Detektei Valentin zu übernehmen. Ich muss den Kunden Kenji Kanakano zu Hause aufsuchen und mit ihm sprechen. Da oben. Makra Fischverarbeitung. Ah, ich erinnere mich ganz dunkel, ja. So. Wir bleiben mal. Nein, die auf der Pistole. Genau. In die Richtung. Da wäre ich wieder in die falsche gelaufen. Es ist schon wieder neblig. Und vor allem, ich weiß gar nicht, was für ein Tag ist. Es ist zumindest mal früh morgens. Okay. Was? Stash. Wir hatten die doch schon. Das ist eine Händlerin. Hey Stash. Ja? Lass die Hände da, wo ich sie sehen kann. Ich rede nicht mit dir. Du bist paranoid. Sei nicht so paranoid. Hey, Paranoia hält uns am Leben. Ja? Ja? Bist du nicht die Händlerin? Ja? Hallo. Ich hab dich im Auge. Aha. Ich habe auch was im Auge. Ah, das ist das. Halt, lass mich mal. Was haben wir denn so schönes? Panzer wird uns nicht viel bringen. Dann nehmen wir lieber die Auslässe. Hast du getroffen? Nee, es ist schwer zu treffen. Ja, nicht meine Deckung suchen. Tja, das war daneben. Was? Oh, jetzt müssen sie mit aktiv werden. Ach so, wir sollten da vielleicht mal... uns mal erstmal versorgen. Gott. Ach, ich wollte jetzt noch da ist unten, oder was? Die Schlüpflinge. Gut. Epischer Kampf. Naja, guck mal. Ist schon hier vorne. Nice. Halt. Achso, das ist der einzige. Okay, dann annehmen. Direkt verfehlt. Yes. Nein, ich stash. Geht's da drüben weiter? Also brauchst du nicht mehr, aber da ist klar. Alles noch dran. Gut. Ada, ist bei dir auch noch alles dran? Da schwebt sie weg. Komm, du kannst wieder aufwachen. Ammo Shotgun Shell. Okay, Meile. Der Rest. Halt, warte mal, da war eine Viable Blood Sample. Gut. Dann nehmen wir doch die paar Pünktchen mit. Die Nakanos, die sind irgendwo da drüben, echt? Sind die halt auf dem Schiff oder was? Ne, die sind auf...
Bitte was? Ach so, das ist DLC. Nein. Das ist Fahrhaber heißt der DLC, hat mir Kenny schon gesagt. Und da sollte dann auch. Ich würde natürlich lieber mit der Ada reisen, aber es wäre wohl besser, wenn man da den Valentine mitnimmt. Okay, was haben wir noch? Berichte den Siedlern, ja, das funktioniert nicht. Travel to Grey Garden. Ja, das haben wir schon auf der Karte gesehen, genau. Abfallentsorgung Jalbert Brother. Ja, ich denke, das ist wahrscheinlich die Episode mit den meisten Schnellreisen, schätze ich mal. So, der Punkt eignet sich doch hervorragend um Aufseher Green, okay. Gewächshaus, bisschen marode, müsste man mal... Wie bitte was? Echt? Hier sind ja nur Maschinen. Willkommen in Grey Garden, Liebling. Dies ist die erste und einzige Hydrokultureinrichtung im Commonwealth, die ausschließlich von Robotern betrieben wird. Dieser Ort, ihr braucht Menschen, das ist raffiniert. Das ist ziemlich genial. Ich wette, ihr könnt rund um die Uhr arbeiten. Natürlich, Liebling. Unsere einzigartige Hierarchie ermöglicht uns einen dauerhaften Betrieb. Du musst wissen, dass es hier zwei Arten von Robotern gibt. Die Arbeiterdrohnen übernehmen einfache Tätigkeiten und Wartungsaufgaben. Wir Aufseher, also ich selbst, Green und Brown, besitzen komplexe kognitive Prozessoren. Wir sind in der Lage, komplizierte Probleme zu analysieren und Entscheidungen zu treffen. Ein Beweis für die Genialität unseres Erbauers, Dr. Edward Grey. Er war verrückt? Nur ein Irrer würde glauben, dass künstliche Intelligenz menschliche Intuition und Erfahrung ersetzen kann. Du missverstehst mich, Liebling. Er wollte nur herausfinden, wozu eine Maschine in der Lage ist. Robotertechnik und künstliche Intelligenz waren die große Leidenschaft unseres Erbauers. Nur seine Liebe zum Fernsehen war ähnlich groß. Vielleicht ist dir bereits aufgefallen, dass ich eine recht einzigartige Persönlichkeit besitze. So wie auch die anderen Aufseher. Ja, du bist tatsächlich sehr nervig. So, sarkastisch. Super. Dabei hatte ich gedacht, ich wäre das Fernsehen endlich los. Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die du wissen solltest. Sprich mit Green, wenn du Vorräte brauchst. Wenn du Kronkorken benötigst, hat Brown eventuell ein paar Jobs für dich. Ah, da wäre noch eine Sache. Eigentlich eine Frage. Sag mal, was hältst du eigentlich von dem Wasser in der Gegend? Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Aha, das ist es, oder? Geringer Druck, hohe Strahlung. Eigentlich ist es giftig. Stell dir vor, was es mit meiner Haut macht. Das funktioniert nicht. Ich will mich nicht aufdrängen, aber könntest du uns vielleicht helfen? Du weißt schon, dass das hier Mr. Handy steht, hm? Womit? Also, was soll ich tun? Unser Wasser kommt hauptsächlich aus der alten Western-Anlage südlich von hier. Ein echter Schandfleck. Sei so lieb und schau da mal vorbei. Finde raus, was du tun kannst. Vielleicht ein bisschen aufräumen? Ist bestimmt schmutzig. Wenn du es zum Laufen bringst, lasse ich mir auf jeden Fall was Schönes einfallen. Investigate the water treat plant, okay? Die Wasserreinigungsanlage, okay? Du bist also Mr. Braun. Bring mir ein paar Mutterbeeren für die Aussaat. Dann landen Kronkorken in deiner Tasche. Also, ab mit dir. Braun. Kronkorken gegen Mutterbeeren. So läuft das hier. Der andere war Green, oder was? Mhm. Das war die falsche Taste, hm? Das war auch die falsche Taste. Halt, warte mal, das Licht aus. Gut, es funktioniert hier nicht. Okay. Ist nicht eine Menschensiedlung. Da drüben ist Green. Ja, Mutterbeeren, die kann ich ja hier einfach sammeln, oder? Wenn du
willst, dann lass uns einen Deal machen. Aufseher Green? Bereit, deinen großartigen Einkaufschat zu starten? Spielshow-Moderator. Du klingst wie der Moderator einer Spielshow. Das ist die korrekte Antwort. Gut gemacht. Ladies and Gentlemen, sollen wir der glücklichen Gewinnerin verraten, welchen großartigen Preis sie gewonnen hat? Mitspielen. Klar, okay. Hier entlang bitte. Schauen wir uns den großartigen Preis einmal an. Ja. Hallo? Welcher großartige Preis, Junge? Green. Ein brandneues Auto. Wow. Wenn du bereits das Neueste in Sachen schicker, atomar betriebener Mobilität besitzt, kannst du dir deinen Preis auch auszahlen lassen. Wie klingen 100 Kronkorken? Mehr verlangen. Ich habe eine Idee. Machen wir einen Deal. Gefällt mir. Wie wäre es mit 150 Kronkorken? Gut, klingt gut. Ich nehme die Auszahlung. Hier, bitteschön. Wenn du den Gewinn dazu nutzen willst, etwas von Robco zu kaufen, dann werden wir uns sicherlich nicht beschweren. Haha! Nun, es war mir eine Ehre. Danke, dass du mitgespielt hast. Ja, sehr gerne. Einfach mal so 150 Kronkorken, das nimmt man natürlich gerne mit. So, eine Mission bekommen, eine Mission gegangen. Da unten ist die Investigate the Wall. Okay, das ist dann hinter uns. Da drüben. Gut, dann schauen wir mal, was hier mit dem Wasser los ist. Das war aber schon krass abhängig hier für eine Eisenbahn, auf jeden Fall. So, dann machen wir vielleicht mal heute was anderes als immer nur Ladescreens. Okay, was ist das? Gewinnet Brew. Also der Klassiker. Plündern. Buff out. Da haben wir noch ein bisschen Kleber. Das Radio braucht keiner. Okay. Wenn Sie Ersatzteile finden, lassen Sie es mich bitte wissen. Hier ist Putzmittel. Ich würde gerne hoch. Was? Ah, du warst das. Was? Ich dachte schon, warum hat die Tür einen Namen? Gut, du kannst es auf jeden Fall mitnehmen. Gut Grey Garden, was ist das denn? Da kommst du wieder raus, echt? Das klemmt. Das klemmt? Schmeiß mal die Ader dagegen. Sehr schräg hier. Achso, es geht noch nach unten. Danke für den Hinweis. Was ist das jetzt wieder? Na ja gut, da kommen wir ja rein. Wie schön. Sehr schön, noch mehr zu essen. Erwarte hier noch eine Falle. Das ist zumindest safe. Tja. Unser Haarklammerbestand wächst trotzdem. Gut. Ja. Okay, das ist viel weiter drüben. Na, doch nicht so weit. Halt. So. Nein, kannst du bitte hier drüben bleiben, danke. Die Pistole brauchen wir nicht. Das Messer. Silber, echt. Stimmpacks. Das heißt übrigens nicht Gut Grey Garden, das heißt Gut Grey Garden. Ja, nicht alles ist Englisch. Fertilizer. Dann nehmen wir den doch mal mit. Eine Laborstation gibt es hier. Tesla Bogen.
Okay. Gut, was hätte der gemacht, wenn wir hier gestanden hätten? Das weiß man nicht. Gut. Cool. Cool. Aber sonst ist nichts. Achso, wir sind wieder voll. Du nimmst mir Zeug ab. Hey, du bleibst hier. Du gehst zu schnell. Okay, aber sonst ist hier nichts. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Da geht's wieder raus. Genau, die Tür klemmt. Am Arsch. Am Arsch. Echt? Ja, okay. Und da sind wir wieder draußen. So, wir sind aber noch längst nicht da. Gott. Ja, ich habe hier irgendwie jetzt die Woche gelesen, dass ja... Ach, da unten geht's noch erstmal rund. Ja, okay, das wird so eher nichts. So eher schon. Das Starfield ja in der ersten, im ersten angeblich. Zu spät. Im ersten Halbjahr kommen soll. Das wäre natürlich interessant. Soll angeblich noch mehr als doppelt, ich glaube mehr als doppelt so viel Dialog haben wie Fallout 4. Ist auch das ist quasi, naja, dasselbe Team, weiß ich jetzt nicht, aber Kickball hatte die dabei. Die Fliege. Ja, wo? Hat da irgendwas gehört? Ich bin ja eh so ein Space-Nerd. Das wäre echt was. Ich glaube, da würde ich Fallout 4 auch mal pausieren, wenn das kommt. Da hätte ich nämlich echt Bock drauf. Fallout 4 in Space wahrscheinlich. Sieht übrigens sehr krummelig aus, dieser Wasser. Ich weiß, es ist nur ein Turm, aber es sieht so krummelig aus. Naja, guck mal, da drüben. Was ist denn da? Supermutanten, okay. Na gut, okay. Na, das war nichts. Ja, ja, ich sehe ihn schon. Naja, guck mal, da unten. Ja, ja, ich sehe sie. Ich markiere sie auch mal für dich. Das ist nur ein Hund. Diese Markierung ist super. Also das ist die beste Waffe bisher, muss ich wirklich sagen. Gerade auf die Ferne, alter Schwede, was ist denn das für eine? Ist das eine 308er? Nee, ist die Punkt 50. Okay, alles klar. Dann ist auch klar, warum die so viel Schaden macht. Scharmützler. Ja, das ist ja auch eigentlich das Ziel des Ganzen. Steckt sich gut. Gut. Halt, bleib mal. Genau, bleib mal auf der
45er. Ich denke, wir haben es jetzt erstmal entleert hier. Nein, ich brauche keine Fußknochen. Ah, das war der Sprengtipp. Besten Wasseraufbereitungsanlage. Aber was hat der gehabt? Also ein 38er, nee, danke. Danke, dass du mich hier reinlässt. Ah ja. Die sind auch hier. Ja, lass mich mal da rum. Kein Problem, ich habe das im Griff. Na, nee. Drüben ist noch einer gewesen, zumindest. Die Propeller sind doch aus. Ist nur ein Lautsprecher. Ah ja, der hatte noch eine Missel hier liegen. Halt, da liegt, da steht ein Bier. Supermutanten Bladed Helmet. Ist der gut, hoch. Was? 4 und 0 Schutz, okay. Gehen die wieder? Anscheinend. Ja, Supermutanten sind inzwischen nicht mehr wirklich ein Problem, tatsächlich. Also nicht mehr so ein großes Problem, sag ich mal. Zumindest speziell wie... Ja toll, kannst du wirklich das Radio ausmachen? Hallo? Anstatt alles zu nehmen. Aber looten ist wichtig. Fischen gehe ich jetzt nicht. War das der mit dem Missile Launcher hier? Tatsächlich. Genau, dann wollen wir jetzt mit der Runde fertig. Da müssen wir dann rein. Ich würde das gerne nochmal oben drauf. Und auch in das Gebäude. Also da war ich ja gerade, Idiot. Ja, natürlich. Halt, lass ich mal durch. Ja, da kommt man aber nicht so einfach rauf. Anscheinend. Gott. Dann müssen wir da mal rein. Da drin geht es garantiert weiter mit Mutanten. Das ist nur ein Stein. Ah ja, Hundenapf. Die Westen Wasseraufbereitungsanlage. Echt, hier geht sogar noch ein Rechner. Haben sie sich geholt. Kundendienst Terminal. Dreckiges Wasser. Na, dann schauen wir uns das mal an. Memo Westen Medienveranstaltung an alle Mitarbeiter. Medienveranstaltung Westen Wellness 26.10. Zur Erinnerung, am Dienstag, dem 26.10. werden Mitglieder der lokalen und landesweiten Presse als Teil der Presseinitiative Westen Wellness durch die Anlage geführt. Wir erwarten, dass unsere Mitarbeiter durchgehend höflich zuvorkommt und diskret sind. Sämtliche Fragen, besonders die zum Cholera-Ausbruch, müssen an den nächsten Westen-Pressesprecher weitergeleitet werden. Es wird Kartons mit Westenwasser gemäß unserem Wahlspruch »So schmeckt per Perfektion« an die Journalisten verteilt. Rechnen Sie am Mittwoch mit Doppelschichten, um die verloren gegangene Produktivität wieder nett wettzumachen, Saul. Büromaterialbestellung. Gerade aktualisiert. Eine Schachtel Westenwellness Briefpapier, 3 Kartons, Werbekugelschreiber mit Westenlogo, 2 Schachtel Visitenkarten, Mr. Aronson, Mr. Marks, 175 Liter nur Nut Island Trinkwasser, eine Kiste 400 Westen Wasserkartons leer. Warum wurde dazu die
Das aktualisiert die Karte, verstehe ich nicht. Technisches Dokument. Es kommt keiner. Seltsam. Meine Audiosensoren empfangen hier fast nichts. Weil es wird sicherlich nicht Surveyor Outfit, echt? Das wird sich sicherlich nur die Tan Suit. Das wird sich sicherlich noch ändern. Hardhead. Stimmpack, noch ein Red Away, das kann man immer gebrauchen. Okay. Sehr vertrauenserweckend ist das ja nicht. Eine verschlossene Tür. Das wär's. Tschüss. Was ist das da hinten? Ach, das ist ein Besen oder was? Ach nee, das ist Dreck. Ein Large Speaker. Ist da was dahinter? Nö. Gut. Nur, jetzt stehen wir hier beide drin. Mhm. Ich weiß, du bist neugierig, aber nicht auf diese Art und Weise. Da geht's oben raus, okay. Warte mal. Wohin geht der Lift? Der geht wahrscheinlich nach unten, schätze ich mal. Tschüss. Ja, wie man sieht. Naja, das Ziel, 51 Meter, echt. Und trotzdem ist es noch... Achso, nee, das ist unter uns, nicht 51 Meter, unter uns. Gefahr. Ach, da oben ist ein Turm, sag's doch. Gut. Da latschen wir hier einfach so durch. Wirklich viel Schaden hat es aber nicht angerichtet an uns. Ein Safe. Okay, scheint er links zu sein. Ja. Noch ein Stückchen. Ja. Munition, Vorkriegsgeld und wieder ein bisschen Silber. Du kannst gern herkommen. Was ist das? Picket Fences. Dann nochmal, ja. Du kannst jetzt Verandamöbel in Siedlungswerkstätten bauen. Toll. Ja, das hat sich doch gelohnt, hierher zu kommen. Nehmen wir den Rechner drüben noch mit. Ja. Ja, ich lese erst hier. Medienveranstaltung, Gebäudeverwaltungsaufzeichnung. Bitte ein Protokolldatei zum Anzeigen anzeigen. Auswählen, 18.10. Abdichtung des Geschütz, Verteidigungssystems abgeschlossen. Die ersten Tests sehen vielversprechend aus. Die neuen Sensoren sollten dafür sorgen, dass sie sich abschalten, falls der Laden wieder überflutet wird. Ich bin schon froh, wenn sie nicht wieder alle zwei Wochen einen Kurzschluss haben. Ein Tag später. Nun, sie funktionieren. Emmys hat den Sedimentierungstank gesäubert und wieder vergessen, das Ansaugventil zu schließen. Riesenüberschwemmung, Geschütz 4 ist verschwunden, bevor es Schaden nehmen konnte und ist sofort wieder aufgetaucht, nachdem sie das Ventil geschlossen haben. Klappt also prima, nur schade um Emmys. Tja, 21.10. Routinewartung der Wasserpumpen. Nicht, dass das nötig wäre, die Zentrale hat vielleicht an allem anderen gespart, aber die Dinger werden ewig halten. Ein Tag später. Saul schmeißt am Dienstag irgendeine Art Presseparty, also müssen alle am Montag Überstunden machen, damit alles anständig aussieht. Habe ihm gesagt, dass ich den Tag brauche, um die Geschütze umzuprogrammieren, damit sie nicht die Gäste erschießen. Dafür brauche ich 10 Minuten, den Rest des Tages kann ich mit etwas Produktivem verbringen. Der roten Gefahr? Ja, du mich auch. Also Quatsch, wollte nachladen. Okay, übersehen habe ich aber nichts, hoffe ich. Das werden wir dann auch sehen. Da leuchtet es rot. Ah ja, Mikroskop. Zahnrad sieht aber eigentlich anders aus. Tja,
die Ader, die kommt nicht hinterher. Hm, da brennt es eventuell. Gut. Okay. Dieser Knopf funktioniert nicht. Deswegen leuchtet er nicht rot. Das war aber Turmsteuerung, nicht Türsteuerung, oder? Genau. Kannst du dich bitte wieder in die Hocke begeben und die Waffe zücken? Danke. Hier ist auch noch ein Rechner des Geschäftsführers. Medienveranstalter Betriebsbudget. Anleitendes Personal bei Betriebsbudget. Im zweiten Quartal hat unsere Regionalabteilung Massachusetts Rekordverluste verzeichnet. Hohe Betriebskosten und schwierige Vorgaben haben zu den mit schlechtesten Unternehmensbedingungen der letzten Jahre geführt. Wir benötigen dringend innovative Lösungen, wenn wir weiter Marktführer für öffentliche und städtische Versorgungseinrichtungen bleiben wollen. Die Geschäftsführung möchte hier mit Westen Betriebsleiter Mr. Saul Aronson Lob für seine mutigen Experimente im Bereich des Abwasserrecycling aussprechen. Wir sind uns sicher, dass die Risiken für die öffentliche Gesundheit minimal sind und dass die Einsparung bei den Aufbereitungskosten erhebliche Auswirkungen auf unsere finanzielle Zukunft haben werden. Tja. Bestimmt. Die Roboterwerkbank hat enormes Potenzial. Nicht einmal Jackson hat es geschafft, alle möglichen Kombinationen herauszufinden. Was für eine Roboterwerkbank? Hier ist keine Roboterwerkbank. Eine Einsteigertür. Hallo? Es muss aber hier sein. Das wär's. Da sind wir wieder. Hoch, was ist das denn? Achso. Die Reste von dem Turm. Hier geht's weiter runter. Schnee. Ah ne, ist Wasser. Drain the flooded water treatment. Also wir sollen sozusagen das Wasser ablassen. Da wissen wir auch, warum das nicht aufgeht. Gibt es den Fusionskern vielleicht? Ah, so funktioniert das. Ja, wunderschön. Ja, hey, hallo. Willst du mich verarschen? Das Panzerglas. Du musst die Tür aufmachen. Sind sie schnell verschwunden. Was heißt, hier ist nichts? Wo bist du überhaupt? So, wer möchte hier durchkommen? Es wäre schön, wenn man die Ader mit dabei hätte, aber gut. Allein geht vielleicht auch. Trotzdem speichere ich mal. Ach ja, gut. Da ist dein Dienst verlangt. Was? Ach so, ein Geschützturm. Sieht man nicht. Okay. So. Es geht nicht so sehr um die Verstrahlung hier. Wir können ja ein anderes Problem haben. Ist schon okay, ich kümmere mich darum. Huch, das ist Adas Arm, da drüben geht's weiter.
ist nichts. Da ist wieder irgendwas angezeigt. Was machst du da? Ah ja. Gut. Ein paar Pünktchen Schaden genommen. Noch mehr Überraschung? Ja, tatsächlich. Ja, dann mach doch. Nein, nicht rückwärts, vorwärts, genau. Ja, er muss ja nur noch einmal schießen. Ja, kannst du jetzt einfach da drin bleiben? Hallo? Ah, guck mal. Hallo? Okay, dann mach du da unten weiter. Nein, ich wollte nachladen. Hallo? Ja, okay. Wir sind darüber. Da drüben gibt es noch Eier, echt. Mhm. Ich muss wahrscheinlich auf die andere Seite hüpfen. Wie bitte was? Gott. So. Gut. Jetzt sind wir hier, und nur? Komm wieder rüber. Irgendwie nicht. Doch, irgendwie schon. Da unten geht's dann weiter, okay. Sehr gut geflutet hier. Lass mich mal durch. Jetzt lass mich doch durch. Das war, wo wir hier reingekommen sind, richtig? Was, wo? Da unten sind noch mehr Eier. Gut, hüpfen ist nicht so ihr Ding. Ach, ja, okay. Das freut mich. Doch, der wäre schon erledigt. Gut. Magst du durchgehen? Du drängelst dich immer so schön vor. Hallo? Technisches Dokument. Gut, da oben. So. Naja, das werden wir noch sehen. Ich würde darauf nicht wetten. Den hat sie gut unter Wasser erwischt. Hm? Idealer steil. Okay, da drüben ist dann die nächste.
Station. Wie kommen wir darüber? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, okay. Von hier aus anscheinend nicht. Vielleicht da unten drunter durch oder was? Ja, wahrscheinlich. So wie es aussieht. So. Es reicht trotzdem nicht. Naja. Da nochmal kalt erst. Return to Supervisor White. Nein, lass. Ja, okay. Entschuldigung, schau halt erst nach. Was haben wir hier? Rechner, die funktionieren bestimmt noch. Nachdem sie ja hier Jahrhundert unter Wasser waren. Auf jeden Fall. Ja gut, dann du weißt ja, was zu tun ist. Das Ding gehört in ein Museum. Welches Ding? Der Fahrstuhl, echt? Sollen wir den rausmachen? Wir montieren den, demontieren den und dann packen wir den ins Museum. Gut. Oberfläche. Ah ja. Da sind wir wieder draußen. Aber wir sind nicht dort, wo ich dachte, wo wir sind. Naja, das ist jetzt auch alles hier freigelegt, oder was? Anscheinend schon. Oh, ich nehme die ganzen Fallen hier auseinander. Darum darfst du dich kümmern. Achso, das bist du selber gewesen, echt? Eine Verbandsschere. Okay. Was war hier eigentlich so fallig? Ah ja. Halt. Die provisorische Bombe. Okay. Ab auf die Karte und zurück nach Grey Garden. Okay. So. Genau. Hallo. Schön, dich zu sehen. Du hast unser Wasserproblem behoben, oder? Viel Ärger. Es hat einige Mühe gekostet. Ich hoffe, das war es wert. Oh, das ist es. Hier, du kannst etwas von unseren Erzeugnissen haben. Außerdem gibt dir Greeny einen Rabatt, wenn du sonst noch was brauchst. Jetzt muss ich wieder zurück an die Arbeit. Ciao, ciao. Du kannst jetzt die Werkstatt von Grey Garden benutzen. Bottle Cap 101, Troubled Waters abgeschlossen. Oh, ihr habt ja null Schutz. Ja, ihr habt aber auch keine... Ich müsste ja irgendeinen von euch dann... Du bist schon so gewesen, nicht? Hey, Junge. Magst du nicht Versorgungsrode machen, hm? Achso, das war hier. Ihr war's. Enter. Gut. Betten braucht ihr ja nicht. Meiner Meinung nach. So, dann gibt es hier einfach nur ein paar Geschütztürme und dann passt das. Was gibt es denn da für welche? Schwere MG-Geschützturm. Mhm. Bietet gleich 8 Schutz, echt. Gott. So, fertig. So, dann würde ich sagen, wir müssen mal wieder in die Mission schauen. Was hatten wir da? Das finden technische Dokumente für Ingram. Ja, das haben wir ja alles. Beseitige die Supermutante Trinity Plaza, echt. Sollen wir das mal machen? Vielleicht machen wir das mal in der nächsten Folge. Ab nach Trinity Plaza. Wir haben den ja auch entdeckt, als wir in die Bibliothek sind, glaube ich. Das ist jetzt auch schon ein paar Völkchen her. Da kann man so direkt hinspringen und da sollen Supermutanten sein. Tja, mit denen sollten wir zurechtkommen. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.